Corona ist eine große Chance für unsere Gesellschaft und unsere Welt. Denn endlich wird sichtbar, was schon so lange im Verborgenen liegt. Der wahre Zustand unserer Gesellschaft wird nun für jeden überdeutlich erkennbar. Der Abstand von 1,50 Meter existiert schon lange zwischen uns Menschen. Isolation und Einsamkeit und fehlende Nähe. Eine Freundschaft findet heute auf Facebook statt oder als Like eines Instagram-Posts. Die Menschen tragen Masken schon seit Jahrzehnten. Aufgespritzte Lippen, Fake-Wimpern, Po-Implantate. Schicke Anzüge und das neue, noch nicht abbezahlte Luxusauto vor der Tür. Sein wahres Gesicht zeigt schon lange niemand mehr. Gefühle und Emotionen sind unerwünscht. Was machst du beruflich, fragen wir uns. Aber niemals, bist du glücklich? Wahre Nähe gibt es nicht. Neid statt Mitgefühl, Ausgrenzung und Ablehnung, Leistungsdruck, das sind die Merkmale unserer kranken, unterdrückten und schwer traumatisierten Gesellschaft. Die Spaltung hat ihren Höhepunkt erreicht und macht sich nun durch ein unsichtbares kleines Virus endlich sichtbar. Uns überwältigt die Angst vom Sterben, weil wir überhaupt nicht mehr leben. Doch die Welt ist im Wandel. Und dieser Wandel, der ist nicht mehr aufzuhalten. Eine neue Zeit kündigt sich an. Persönliche Begegnung wird wichtiger als persönlicher Besitz. Junge Menschen werden nicht in einer Leistungsdruckgesellschaft abgehangen, sondern in ihren eigenen persönlichen Stärken gefördert und aufgefangen. Der individuelle Beitrag zur Gemeinschaft ist keine kräftezehrende, aussaugende Arbeit mehr, sondern leidenschaftliche Bestimmung bei fairer Bezahlung. Angst wandelt sich nun in Mut. Das Leben wird wieder lebendig und selbstbestimmt. Fröhlich, einzigartig im Jetzt, statt dem beständigen Warten auf die sichere und glückliche, aber ferne Zukunft. Die Querdenkenbewegung macht diesen Wandel auf den Straßen sichtbar. Gerade jetzt, zeitgleich an vielen kleinen und großen Orten, überall auf der Welt. Die Querdenkenbewegung und der Wandel in eine neue Zeit, das ist eine Einladung an alle Menschen, an Polizisten, an Juristen, an Junge und Alte, Gesunde und Kranke, an Asiaten, Europäer, Afrikaner, Australier und Amerikaner. Es ist eine Einladung zu Menschlichkeit und Nähe, Wohlstand für alle, Frieden, Wahrheit, Freiheit und Eigenverantwortung. Liebe Menschen dieser Welt, schließt euch an.